Naja, egal, wenn ihr das Video anguckt, ah, wir habt ihr die Feiertage erlebt oder werdet ihr leben, keine Ahnung, ich weiß nicht, wenn ihr das Video guckt. Aber so ist es wieder, ne? Alle Feiertage vorbei, Weihnachten vorbei, Silvester vorbei, alles vorbei. So schnell geht das und dann dauert es wieder ein Jahr, bis es soweit ist, aber... Ja, das Jahr geht schnell um, das Jahr geht schnell um. Ich habe ja meinen scheiß Kanal schon seit 2012, ey. 2012. Und immer, immer noch weiter, egal wie viele oder wie wenig Abonnenten ich habe, ne? Oder Zuschauer. Na, wenn ich sage Abonnenten, ja. Abonnenten sind egal. Es geht wirklich nur um die Zuschauer. Und auch in die Interaktion, ne? Da ich gelegentlich Kommentare unter meinen Videos habe, bin ich zufrieden. Zufrieden bin ich da. Und die Kommentare beziehen sich dann sogar auf meine Videos. Da weiß ich auf jeden Fall, ah, der muss das Video geguckt haben. Aha. Leute, guckt meine Videos. Mann. Schlecht. So, egal, wo ist das scheiß Ziel? Sind wir bestimmt am Rathaus oder so? Hallo, bin ich ready? Geht das Rathaus? Ja, hier ist das Rathaus, aber... Hier ist kein Ziel! Nein! Wo habt ihr das Ziel denn hingepackt? Das war, die eine Vermutung war ja schon mal richtig gewesen, ne? Dass es hier drin war. Komm, die nächste Vermutung, wo ist das nächste Ziel? Wäre gut, wenn die auch einfach noch ein 2-Minuten Zeitlimit eingefügt hätten. Dass du ja nur 2 Minuten durch die Gegend fahren könntest. Ich auch so denken, ja, ich kann mich mal kreuzweise. Oben? Ich weiß auch nicht, warum die Kamera in so eine dumme Position gelegt. Hallo? Auch nicht? What? Wo ist denn das Ziel? Das kann doch nicht angehen. Wo ist denn das? Oder habt ihr das gesehen? Bin ich gerade schon vorbeigefahren. Wollt ihr noch googeln, wo die Ziele hier sind oder was? Na, wo kommen wir denn da hin? Ja, bevor ich hier noch länger durch die Gegend fahre, sag ich mal. Ich fahr doch einmal nach da oben hin und wenn es da nicht ist, dann kommt wieder der übliche Cut, ne? Gott, ey. Ich mache mir das Leben aber auch schwer. Super Score, ich wusste es, sorry. 350.000 Punkte. Mach noch mehr Punkte, Alter. Das reicht ja nicht, was du Punkte hast. Weißt du, was ich auf die in jedem Level Punkte Ziele gemacht haben? Ah, super toll. Wenn ja, dann kotze ich einen dicken Strahl. Dann wäre das ja richtig langweilig, jetzt die ganzen Punkte zu holen. Müssen ja keine schwere Ziele sein, aber abwechslungsreiche Ziele. Abwechslungsreich. Muss ja wohl Spaß machen. Spaß machen kann leichte Ziele, können schwere Ziele. Alles kann Spaß machen. Aber nicht dieses Spiel. Man war es nicht hier sogar so gewesen, wenn ich einen Lip-Trick mache, dass ich dann sogar hinfallen kann. Weil ich so nah am Boden bin, so ungefähr. Weil das Spiel dann einfach rumbackt. Naja, es könnte auch schlimmer sein, ne? Es könnte ein Combo-Score-Dinger sein, Gott, ey. Reicht das? Genügend Punkte? Ich habe keinen Bock mehr. Ja, genügend Punkte. Pick, pick, pick. Pick dich, ich. Gut, jetzt haben wir noch hier eine Aufgabe von Jamie Thomas, ne? Zeig mir Thomas! Hallo, Jamie! Are you listening? Ah, ne, Bucky Lasik? Spricht man das aus? Bucky Lasik? Ne, Bucky Lasik. Bucky Lasik, wir müssen in Englisch sprechen, ne? Ist ja meistens so. Sind das, glaube ich, auch alles... Sind das alles englische... Profifahrer? Profiskater? Weiß ich nicht, wo die alle herkommen. Aber ich vermute mal, ja. Hier steht doch Karriere-Profi, stumpfe Scheiße. Bucky-lässig, ne? Da ist er. Und jetzt muss ich jetzt auch noch die Punkte an die verteilen, oder hat jeder die Punkte? Nein. So dumm, dass ich jetzt alle Punkte nochmal verteilen muss, ne? Statt ja auf jeden Skater anzuwenden, wenn ich die hier habe. Das ist so sinnlos. Das ist so sinnlos. Wo ist jetzt einfach, das ist so eine Zeitverschwendung. Haben die Games sondern denn gar nichts gelernt in dem Studium? Scheiße. Sinnfrei, ey. Sinnfrei. So, komm, damit wir das erste Levelwesen schon mal abschließen können. Abhaken. Und die Mittelfinger zeigen. Aber da kommt das mit den Zielen auch hin. Dass wir doch 45 Ziele brauchen fürs letzte Level. Also die Frage ist, das Level zum Rumfahren oder brauchen wir... Sind auch wieder... Ziele. Und wenn da Ziele sind, dann sind da bestimmt auch wieder Score-Ziele. Yay!
Keul! Fucking Keul! Tritoche. Husraba, erstmal wieder. Wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Bestimmt wieder auf dem Dach, ne? Oder direkt vor meiner Fresse? Hä? No. Okay, sein Sprung vorne ist Olli North. Sieht irgendwie komisch aus, aber ne, wir werden die Frage stellen. Hier wird es hundertprozentig auch in der Eich geben. Ja, es ist auf dem Dach. Guck mal, auch da habe ich 1000 Punkte, 1000 Punkte, 1000 Punkte. Bucky Lessek ist ein Meister in der Halfpipe. Gib ihn sein Können und. Oh Mann! Klar, nur Dings hier. Nur auf den Dach, okay, aber. Fick dich, ey. Schon wieder Punkte machen. Ist das dumm, ey. Dann nur auf dem Dach, ja, okay, eine Einschränkung, aber. Trotzdem dumm, ey. Haha. Oh. Wohl eigentlich. Ich weiß, ihr wisst doch, was ich wollte, ne? Richtig. Wir wollen einen. Genau, einen Lip-Trick. 56.000 Punkte. Soll ich den einen Kombo machen, hä? Soll ich den einen Kombo machen? Ich glaube, es reicht aber nicht für ein Kombo. Aber 50.000 Punkte sind ja eigentlich nicht wenig, ne? Das ist doch eigentlich nicht. Ja, abspringen, abspringen. Toll, ich wollte sagen, nein, das reicht nicht. Ich muss erstmal wieder einen schönen. Ja. Zum Glück fliegst du so nicht runter. Oh Mann, du sollst auch auf den Dings bleiben. Auf den Kombo. Reicht das? Ja, nicht. Hä? Soll ich den einen Dings machen? Nee, schau doch 56.000 Punkte, oder? Ich habe doch 56.000 Punkte. Das muss ich jetzt gleich nochmal lesen. Das ist ein Kombo, ist, dann denke ich mir auch so, okay. Ja, ist machbar, aber what the fuck? Okay, lass uns Meister in Hafer, gib sein Können auf und mach 675.000 Punkte. Mein Gott, bin ich. Oh Gott. Lesen, ne? Lesen. Das kann ich auf jeden Fall nicht. Ist das dumm, ey. Ich hätte ja. Oh Mann, ich hör auf abzuzielen. Ich hätte das ja fast geschafft, ey. La 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 la, Punkte machen. La 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 la, Punkte machen. Mach ein Lip-Trick, nein. Er grindet. Er grindet. Komm, ich habe nicht unendlich Dings hier, Manuel. 75.000 Punkte, ich dachte 56.000 Punkte. Ich glaube, ich habe da irgendwie 671.000 Punkte. Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Uah. Uah. Er will nicht, er will nicht. Ja, bleiben, dass ich hoffe. Galai, galai, galai. Wieder Punkte sammeln. Machen wir ein bisschen den und dann fängt er wieder komisch an und dann machen wir wieder einen Lip-Trick. Wir brauchen eh nur noch 10.000, nee, 100.000 circa. Die haben wir gleich geschafft. Die haben wir geschafft. Oh, weg dich! Weg dich! Hör auf mit den Punkten! Ich hab genug von Punkten. Neue Sheet freigeschaltet. Ach ja! Stimmt! Wenn du Dings hier, wenn du alle. Ah, pro Level, wenn du alle Ziele frei machst, dann kriegst du ein Sheet frei. Das könnte jetzt sogar zum Vorteil werden. Warum? Weil, wenn wir nützliche Sheets kriegen, dann kann ich die sogar jetzt einsetzen, während wir in der Dings sind. In der. Ja, ich weiß. Sehr natürlich. Wobei, halt die Fresse. Ich weiß, du kriegst zwar Sheet, aber es vergibt mir das Spiel nicht einfach so offiziell und ich hasse dieses Spiel. Da muss ich nicht mal auf meine Stats achten, sondern hier. Ich denke gerade, wie heißt es nochmal? Komm, gleich fällt es mal ein. Balance, genau. Tut mir leid, aber ich muss es einfach beschleunigen. Ich hasse dieses Spiel. Ja, geil, ein Sinnunterschied. Sinnmodus. Na, mal gucken, was wir als nächstes kriegen. Mehr Punkte machen. Boah, also. Lust jetzt. Jetzt kommen die ganze Zeit Profi. Na, bei YouTube, jetzt kommen die ganze Zeit hier Videos zu Tony Hawk und seinen Kollegen so ungefähr, ne? Red Mimulen und wie sie alle heißen. Als Videovorschläge. Es ist die Frage, ne? Außerdem, ich kann natürlich sowieso erstmal mit ihm weiterspielen. Egal, ob ich jetzt Tony Hawk nehme oder ihn hier, weil ich weiß nicht, welche Charaktere ich brauche für die nächsten Profi-Ziele. Nagatras. Na, trinke ich noch einmal einen Kakao. Schlürf, schlürf.
Also keine Musik läuft, muss ich wenigstens keinen Konter befürchten. So, dann kann's losgehen. Hallo, wo sind die Ziele? Erstmal ist die Frage, wer ist hier gemeint? Rodney Mullen und Eric Kosten. Das kann ich mir sowieso nicht merken, bis ich die Profi-Ziele fertig habe. Ich glaube, da oben war es gerade, ne? War es da gerade? Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube es nochmal. Ich hab das Level so lange nicht mehr gespielt, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin muss. Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich in dem Level auch sehr hart aufgeregt habe, ey. So mit Ziel, ey. Wenn ich überlege, Next-Gen-Ziele, was für lustige Ziele in diesem Level sind in Alcatraz. Auch so ein paar dumme hier mit sammle den Scheiß, was sie auch ein bisschen übertrieben haben, aber naja, insgesamt ist es auf jeden Fall besser, das Spiel, als das hier. Was habe ich gesagt? Hier oben war was, ne? Ja, siehst du, da. Ja, ja, Hamasco, halt die Fresse. Ich schlag dir so hart in die Fresse, ey. Cool. Weiß gar nicht, wo ist denn hier am besten Punkte machen? Ich habe keine Ahnung, wie ich ehrlich bin. Schlimm ist, ich muss ja auch hier, ne? 200.000 Punkte. Wie viele Punkte müssen wir denn gleich machen? Immer viel, viel mehr. Wir können einfach in die Bowl reingehen, ne? Ohne Ballons. Ohne Ballons. Wir brauchen nur 215.000 Punkte. Wenn ihr jetzt eben auf dem scheiß Dach so viele Punkte gekriegt habt, ne? Dann kriege ich das auch ohne Probleme hier drin, theoretisch hin. Wir sind mit dem gleichen Charakter. Scheiße, ich habe noch links gedrückt. So, und dann wieder einmal unser nächstes Ziel. Da könnt ihr kein Pfeil reinmachen oder so. Ein GPS-Pfeil, so wie bei Tony Hawk's. Hier ist wieder noch ein 2. Ein riesiger Pfeil, damit du auch ja weißt, wo muss ich denn hin? Hallo, bin dumm. Oder wie in jedem aktuellen Spiel, ne? Wo ein dicker, fetter Pfeil ist, immer wo du hingehen sollst. Ist das gewesen? Bei Dings war es auch ziemlich heftig eigentlich, bei Outer Worlds. Das sehen wir einfach bei jedem Ziel immer angezeigt gehabt, genau. Da musst du hin, da ist das Teil. Ah, dummer Lad, ich bin dumm. Manchmal kommt man sich auch ein bisschen dumm vor, ne? Aber einerseits lebt man damit. Wenn's da ist, dann würden wir es gar nicht wissen. So wie damals, ne, bei World of Warcraft, da haben ja die ganzen Leute. Also standardmäßig musstest du den Text durchlesen oder selbst rausfinden, wo das Ziel ist oder die bestimmten Monster. Auch dann irgendwann ab. Keine Ahnung, Burning Crusade oder World of the Lich King haben sie dann das so gemacht, dass du ja alles dann standardmäßig angezeigt bekommst und so weiter. Ne? Vorher musstest du dann eben wenigstens Add-ons installieren dafür, damit du angezeigt bekommst eben, wo ungefähr dieses Monster ist und so. Und Tipps und Kommentare von anderen Typen, die meist nützlicher waren. Gerade wenn du das überhaupt nicht gefunden hast, ey. Denk auch so. Ich finde das nicht mit Anleitung und wie soll ich denn das finden? Ohne Anleitung. Holy moly. Ich glaube, hier ist auch nur eine einzige Bowl, ne? Kann das sein? Ja, und da geht's jetzt wieder hin. Ab in die Bowl. Da machen wir jetzt alle Punkte. Man ist der Sparhahn. Hat es jetzt hier gefallen? Haben es dir gefallen? Hä? In the country. Big Hitter? Ja. Ein Spezialtrick gewesen. Wäre schon wieder komplett durch, ja. Scheiße. Nicht genügend Höhe. Naja, vergiss nicht, allein durchs Level wechseln und so weiter, ne? Das spult ja auch immer einen vor. Kann ich hier nicht meine eigene Musik reinmachen? Ja. Theoretisch ja möglich, ne? Theoretisch. Oder musst du ja das Spiel ja schon extrahieren, ein Tool schreiben und wieder brennen und so, aber Schwachsinn, ey. Es gab ja schon verrückte Sachen, ne? Es gab ja auch ein Programm, womit du dann Videos kodieren konntest und dann auf einen CD bringen konntest, dass du sie auf einer standardmäßigen Playstation abspielen konntest. Da brauchst du nicht die Spezial-Playstation, die MV-CDs abspielen kann. Nein. Kannst auch wieder Playstation dann deine Musikvideos oder was auch immer du darauf packst abspielen. Ja, sowas gab's mal. Aber natürlich, naja, das ist die Playstation-Qualität da, ne?
352 mal 288 Pixel, glaube ich, ein Video. Ich weiß gar nicht, 25 Bilder pro Sekunde, kann die das? Ich glaube ja. Und ja, keine sehr hohen Bitraten, ne? Weil, keine Ahnung, die benutzen ja mehr oder weniger das MBAC-Verfahren, aber irgendwie so ganz komisch. Das ist halt ganz, irgendwie was Eigenes, keine Ahnung. Wie nennen sich das? Stream-Dateien. Glaube ich. Muss ich genauer gucken, nach Wikipedia oder nach Nörden so ungefähr. Dann würde das auskriegen. Ist das eigentlich noch ein Ziel? Oder bin ich jetzt durch? Ich weiß nicht. Nein, zwei Ziele noch. Geil. War ich schon wieder im Gefängnis? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Oder vielleicht ist es hier unten. Hallo? Da ist es.